Diese Bärlauch Parmesanpasta ist herrlich cremig, super lecker und ganz schnell gemacht. Dazu brätst du deine Schalotten in etwas Olivenöl leicht braun an, nur mit einem Schluck Weißwein oder Brühe ablöschen, verkochen lassen und mit Kochsahne aufgießen. Dann kommt ein grob gehackter Bärlauch hinzu und wird eingerührt. Etwas Pastawasser und Parmesan in die Soße geben und mit Zitronenabrieb und Gewürzen abschmecken, bevor deine al dente Pasta sich dazu gesellt. Noch 1-2 Minuten köcheln lassen und dann schmecken lassen. Folgt mir für mehr leckere Rezepte, denn...